Hi, willkommen bei Grün Chill Barbecue Lifestyle. Heute gibt es eine Glühmost-Feuerzangenbowle. Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht's hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen unser altbekanntes Heinz Rühmann Gedenks Feuerzangenbowlen-Set oder etwas ähnliches. Eine Orange und eine Zitrone. Da brauchen wir den Saft von beiden und je von der Hälfte den Abrieb. Eine Zimtstange, ein daumengroßes Stück Ingwer, das habe ich mit der Microplane schon klein gerieben, und 5 Nelken. Die kommen in das Tee-Ei rein, so schwimmen sie nicht herum und niemand hat es im Glas. Dann natürlich den obligatorischen Rum, 60%, der hat immer gut funktioniert, brennt ziemlich gut. Und ein Zuckerhut, der könnt ihr natürlich bestellen, hat nicht jeder im Haus, speziell für Feuerzangenbowle. Dann noch unseren Hauptdarsteller für unser Glühmost. Feuerzangenbowle, einmal die trockene und einmal die liebliche Variante, Obstwein. Könnt ihr natürlich auch Most nehmen, den ihr zu Hause habt. Vielleicht macht der eine oder andere das selber. Ist natürlich um einiges besser. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Und dann starten wir gleich durch. Dann geht's gleich los, Ingwer am Start. Dann eine halbe Nabri bei einer halben Zitrone und Orange. Fangen wir mit der Orange an hier. Schön abgewaschen natürlich. Übrigens heute Bio-Ingwer. Das hat keinen anderen gehabt. Aber ich denke, der bringt uns nicht um. Der bringt noch eine gute Schärfe rein. Und das passt. Zitrone. Das Ganze mal auf die Seite stellen. Ich werde das heute mit dem Sous-Vide-Stick schön aufheizen. Wer hat's, der kann. Ich habe mir den zugelegt auf Weihnachten. Da habe ich mir gedacht, gleich mal aufheizen mit dem. Mal schauen, ob wir genug reinbringen, dass das auch funktioniert. Nelken ins Tee-Ei rein. Den Zimt mache ich mal ein bisschen klein, dass der auch reingeht hier. So schwimmt das nicht alles rum. Und die Gläser sind immer schön sauber, nicht mit Nelken und Zimt drin. Unsere Gewürzbombe sozusagen. Schön zuschrauben. Und dann ist das auch schon parat. Das gebe ich erst am Schluss rein, wenn ihr drüben sind und die Freunde kommen. Und Saft eine Orange dazu. Saft einer halben Zitrone. Und dann sind wir schon parat und starten den Sous-Vide-Stab und heizen den mal. Ich muss noch mal nachschauen, 50 Grad Maximum, so dass der Alkohol nicht verdunstet. Ne? Wir wollen da ja nicht einen schönen Alkohol wegmachen. So Freunde, Sous-Vide-Stab ist gestartet, 50 Grad.
Ich heiz mal auf und nachher lasse es 15 Minuten ziehen drin. Das Ü-Ei kommt noch rein. Das kann dann schön mal den Geschmack schön verteilen. Am Schluss habe ich noch mal recherchiert. Alkohol verdampft bei 78 Grad. Also auch wenn ihr was kocht und nicht richtig hochkocht, kann das noch Alkohol drin haben bei Soßen und so weiter. Ich werde das 50 Grad ziehen, so 15 Minuten. Und dann, wenn es rüber geht zu den Freunden, werde ich es auf 70 Grad hochheizen und servieren. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf der anderen Seite meines Hauses bei den Nachbarn. So Freunde, am Promilleweg angelangt, haben wir die Temperatur erreicht. Ich bin hier auf 67,3 hochgegangen und jetzt Zugstab raus. Das Ganze mal schön abfüllen hier. Immer ein wenig Platz lassen für die 3,5 Deziliter. Rum, 60%. Ich denke, das reicht. Die Nelken wieder rein. Dann noch Zitronenabrieb und Orangenabrieb dazu. Einmal gut durchmengen. Dann von unten natürlich wieder heizen, dass es auch warm bleibt, bis die Kollegen und Freunde kommen. Da kommt hier unsere leckere Kalorienbombe drauf und dann geht es zuerst mal los mit gut tränken. Der muss richtig gut vollgesogen sein, dass der auch einigermaßen brennt, auch mit 60%igem Rum. Der hintere Teil richtig gut durchtränken. Im Normalfall brauche ich eine halbe Flasche für eine Feuerzangenbowle. Und dann probieren wir mal, ob wir den zum Brennen bringen. Ja, klappt hervorragend. Kein Wind. Und dann lasse ich euch mal ein bisschen zuschauen, wie schön das brennt und das für eine gute Stimmung bringt. Sieht einfach sensationell aus. Ja Freunde, das war's von der Glühmust Feuerzangenbowle. Vielleicht gibt es noch ein paar Impressionen von heute Abend. Auf jeden Fall wird das richtig lecker. Und es lohnt sich immer, so eine Feuerzangenbowlen-Set zu haben. Bis zum nächsten Mal bei Grün Chill Barbecue und Lifestyle. See ya!
Nachher. Da ist selbst geräucht Fleisch von meinem Bruder. Der hat es selber gemacht. Der hat es geräucht. Du bist schon mega geil.